Die SMP Neustadt ist ein Werk der Masassengruppe. Wir beschäftigen weltweit 180.000 Mitarbeiter und das Werk Neustadt hat eine aktuelle Beschäftigungszahl von 2.500 Mitarbeitern. Global gehört Madassen zu den 25 größten Automobilzulieferern der Welt. Wir kommen aus der Automatisierungstechnik und beschäftigen uns seit jeher mit der Automation von Prozessen in der Beschichtung von Oberflächen. Der Standort Neustadt produziert Stoßfänger, Schweller, Seitenverkleidungen sowie lackierte Außenraumteile, genauso wie im Interieur für Seitenverkleidungen und Instrumententafeln. Der Prozess der Lackieranlage startet mit der sogenannten Aufgabe. Dort werden die Bauteile manuell vom Werker auf die Skids gehängt. Mit der klassischen Skid-Fördertechnik fahren die dann in die Powerwash, wo die Bauteile gereinigt werden vom Fett und vom Staub, werden diese auch befreit. Nach den Blastzonen werden die Bauteile im Haftwassertrockner bei ca. 90 Grad vom Restwasser befreit, sodass sie im Anschluss in die Beflammkabine fahren können. Das ist die erste Roboterkabine, wo die Bauteile mit einer Flamme aktiviert werden, sodass sie bereit sind für die Lackierung. Wir kennen die intuitive Bedienoberfläche bereits aus den vorhandenen Lackieranlagen, was zu einer leichteren Anlernphase für die Mitarbeiter geführt hat. Die erste Lackierkabine ist die Primerkabine. Im Anschluss folgt die Basislackkabine und als drittes dann die Klarlackkabine. Die ASIS erarbeitete das beste Anlagenlayout und bei den Lackierrobotern konnten wir herstellerunabhängig wählen. Die Lackieranlage ist außerdem die erste reine Lösemittelanlage im Umfeld von fast ausschließlich vorhandenen Wasseranlagen. Dadurch sparen wir uns zwei Trockner und zusammen mit der Trockenauswaschung ist die Anlage deutlich energiesparend. Ein Highlight der Anlage ist das kompakte Design mit dem großen zentralen Reinraum. Zusammen mit dem direkt darunterliegenden Farbmischraum entstehen so kurze Lauf- und Leitungswege. Der letzte Bereich der Lackieranlage ist die sogenannte Abnahme. Dort werden die Bauteile von den Skids abgenommen und die Qualität geprüft. Durch unsere Prozessdatenerfassung ist jedes Bauteil lückenlos nachverfolgbar. Die Zusammenarbeit mit der Firma ASIS war sehr gut. Sie war geprägt von einem zielorientierten und pragmatischen Handeln. Zusätzliche Sicherheit bot uns der hohe Grad an Digitalisierung bei der Planung und vollen Betriebnahme der Anlage. Die L6 ist eine Brownfield-Anlage und wurde auf 4.200 Quadratmeter in eine bestehende Halle mit ca. 10 Meter Deckenhöhe errichtet. Die begrenzten Platzverhältnisse waren auch eine besondere Herausforderung im Projekt, die clevere Lösungen für Stahlbau, Layout und Kanalführung erforderte. Die Zusammenarbeit mit SMP oder Madison ist nun 26 Jahre und wir haben jährlich Projekte gemeinsam. Diese Partnerschaft war ein wesentlicher Grund für das Vertrauen in die Firma ASIS, dieses Großprojekt für den Standort Neustadt gemeinschaftlich zu stemmen.